Ja, herzlich willkommen zu der Vorstellung der Ergebnisse von dem Projekt Last Seen. Mein Name ist Frank Jong. Ich habe heute die Ehre, Sie heute durchs Programm führen zu dürfen. Keine Angst, ich bin nicht alleine, später kommen noch Leute dazu. Es geht um Fotografien von S-Deportationen im Deutschen Reich 1938 bis 1945. Und wir wollen heute erstmals den Last Seen Bildatlas und das Last Seen Entdeckungsspiel vorstellen. Bevor es gleich losgeht mit der Gesprächsrunde, sehen wir noch zwei kleine Einspieler. Der erste Einspieler, den wir jetzt sehen, ist von der Direktorin der Rosen Archives, Florian Azoulay. Die konnte leider heute persönlich nicht dabei sein, aber nach dem Grußwort sehen wir uns dann gleich wieder hier. Liebe Gäste und liebe Projektpartnerinnen, ich freue mich darüber, dass wir heute nach 18 Monaten intensiver Arbeit den digitalen Last Seen Bildatlas zu den Deportationen von Juden, Sinti und Roma aus Deutschland veröffentlichen. Der Bildatlas enthält mehrere hundert Bilder und wird immer weitergeführt. Die meisten von uns haben Bilder im Kopf, wenn sie an Verfolgung im Nationalsozialismus denken. Es sind aber keine Bilder von Deportationen, die meistens noch unbekannt sind. Und zwar ist wichtig, diese Lücke zu schließen, die Bilder zusammenzutragen und digital zugänglich zu machen, sowie die Informationen zu den Tätern, den Orten und den Deportierten. Und das Wissen wächst. Das ist auch ein Ergebnis von Last Seen. Es ist schon paradox, dass die Deportation von Juden, von Sinti und Roma, die am helllichten Tag erfolgten, aus unserem visuellen Gedächtnis abwesend waren, obwohl es sehr viele Leute gegeben haben muss, die bei diesen Aktionen anwesend waren. Diese Leute, die nicht auf den Bildern zu sehen sind, sind aber für mich allgegenwärtig. Die guten Bürger und Bürgerinnen, die zuschauen, wie ihre Nachbarn weggekarrt werden, die vielleicht sogar jubeln. Und die sich im Nachhinein aus den leer gewordenen Wohnungen bedienen. Wir alle wissen, wie wichtig Bilder sind, um sich etwas vorzustellen und zu verstehen und um Fragen zu stellen. Zu dem wichtigen Thema, das noch gänzlich vernachlässigt wird, der eigenen Familienbiografie. Erforschen, welche Rolle Vorfahren damals gespielt haben, kann ein sehr wirkungsvoller Zugang zu den essentiellen Fragen unserer Verantwortung und unseres Handlungsspielraums heute sein. Wir hoffen sehr, dass viele den Bildatlas und die neuen Bildungsangebote nutzen werden. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen aus vielen Archiven in Deutschland und im Ausland bedanken. Sie haben ihre Bestände recherchiert, uns unterstützt und die Genehmigung gegeben, ihre Bilder in den Atlas aufzunehmen. Heute ist ein Meilenstein für das Projekt. Ich bin gespannt, wie groß das Interesse sein wird und hoffe sehr, dass sich zusätzliche Partnerinnen in Zukunft beteiligen werden. Danke sehr. Ja, das war Florian Azoulay und wie Sie sehen, bin ich jetzt nicht mehr alleine. Ich habe sozusagen Zuwachs bekommen und ich darf vorstellen, dass es einmal Dr. Alina Bothe, sie ist die Projektleiterin von Last Seen. Hallo Frau Bothe. Deborah Hartmann, sie ist die Direktorin der Gedenk- und Bildungsstätte im Haus der Wannsee-Konferenz, Entschuldigung, und Leonore Martin von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, wir haben gerade schon gesehen, Frau Bothe, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. 18 Monate haben Sie sich jetzt damit beschäftigt, nicht nur Sie alleine, sondern auch Ihr Team. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, die Fotos von NS-Deportationen in den Mittelpunkt zu stellen? Im Herbst 2020 gab es eine Konferenz, die die Arosen Archives ausgerichtet haben zu Deportationen. Und bei dieser Konferenz hat der Kollege Christoph Kreuzmüller, der gleich auch noch das Bildungsangebot von Last Seen vorstellen wird, einen großartigen Vortrag gehalten, in dem er über zahlreiche der Fotos der Deportationen sprach. Und direkt danach kam die Idee auf, wir müssen diese Fotos zusammenbringen. Er hatte erstmal eine Rundschau gemacht, das hat uns einen ersten guten Eindruck gegeben, aber es war klar, diese Bilder, die so wirkungsvoll sind, die müssen anders zugänglich sein, als in einzelnen Archiven und Publikationen verstreut zu liegen. Und so kam dann die Idee, die Bilder wirklich systematisch zu suchen, zu sammeln und digital zu veröffentlichen. Okay. Frau Hartmann, warum sind denn Bilder eigentlich generell wichtig fürs Erinnern? Genau, Alina Bothe hat es ja vorhin auch schon angesprochen. Also sie hat davon gesprochen, dass diese Bilder so wirkungsvoll sind. Also ganz allgemein gesprochen sind Bildquellen natürlich ganz besonders wirkmächtig. Das heißt, Fotos prägen natürlich ganz immens unser Bild von der Vergangenheit. Und deshalb ist es aber natürlich auch umso wichtiger, diese Fotos auch kritisch zu analysieren und zu hinterfragen. Das Besondere an den Fotos der NS-Deportationen
ist, dass wir uns da jetzt auch zum ersten Mal sehr systematisch mit Aspekten der Vergangenheit auseinandersetzen, die auch gesellschaftlich über Jahrzehnte hinweg verdrängt worden sind. Also auf der einen Seite, wenn wir uns diese Fotos der NS-Deportationen anschauen, dann müssen wir uns natürlich mit der Perspektive der Betroffenen beschäftigen. Also wir müssen uns fragen, wer waren diese Menschen überhaupt, was ist ihnen passiert, was für Erfahrungen haben sie gemacht. Und auf der anderen Seite wirft die Interpretation oder die Analyse dieser Fotos werfen natürlich auch ganz andere Fragen auf, nämlich wer waren die anderen an diesem Vorgang oder an diesem Geschehen beteiligten Akteure? Also wer hat sich wie eigentlich dazu verhalten? Wer ist passiv oder aktiv auch in dieses Geschehen involviert gewesen? Und das ist natürlich auch gesellschaftlich und individuell natürlich auch eine sehr schmerzhafte Frage, die über viele Jahre hinweg auch verdrängt worden ist. Ja, das Interessante ist ja, dass die Fotos ja nur einen Anfang darstellen. Wie Sie es gerade schon gesagt haben, es gibt dann immer viele Fragen. Wer hat es gemacht? Wo wurde es gemacht? Was ist drauf zu sehen? Wer ist drauf zu sehen? Und so weiter. Frau Martin, Sie unterstützen das Projekt und fördern es. Was war Ihnen daran so wichtig? Warum haben Sie da mitgemacht? Die Stiftung EVZ hat mit der Bildungsagenda NS-Unrecht ein mehrjähriges Programm aufgelegt, gefördert vom Bundesfinanzministerium, was Antworten sucht oder Projekte fördern möchte, die Antworten suchen auf aktuelle gesellschaftliche und politische Herausforderungen und das mit innovativen Projekten. An diesem Projekt hatte uns besonders gefallen, wie der digitale Raum genutzt wird, um historische Fotos eine neue Stimme zu geben. Also diese Fotos werden nicht nur zur Verfügung gestellt, sie werden neu zusammengestellt, sie werden kontextualisiert, sie werden erschlossen. Und aus diesem Befund ergeben sich dann ganz neue Erkenntnisse. Wir sehen Einzelschicksale, das ermöglicht auch einen emotionalen Zugang zu den Fotografien. Und gleichzeitig sehen wir auch die Systematik der Deportation, was ja auch ein Kern der NS-Vernichtungspolitik war. Und was uns eben besonders elektrisiert hat oder an dem Projekt besonders gut gefallen hat, wie dieser historische Bestand oder Bestand von historischen Fotos genutzt wird, um ein Game auf die Beine zu stellen für die Bildungsarbeit. Also so auf eine ganz andere Weise nochmal einen Zugang zu ermöglichen. Und wir sind gespannt nach der ersten Testphase, wie dieses Game angenommen wird und ob das der Weg sein kann für neue Möglichkeiten der Erinnerungspolitik. Ja, das Spiel wird uns der Kollege Christoph Kreuzmüller gleich noch vorstellen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu den Fotos. Ich war ein bisschen überrascht, dass es noch gar keine Sammlung dazu gab, beziehungsweise eigentlich ist es ja so, dass die Bilder der NS-Deportation nicht in unseren Köpfen war, einerseits. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, ich kannte vielleicht auch Bilder, vielleicht aus Filmen oder so. Aber warum hat es denn eigentlich so lange gedauert, dass man auf die Idee kam, das zu bündeln? Ich glaube, daran erkennt man eine gute Idee, dass man diese Frage stellt. Warum ist es noch nicht passiert? Und das ist auch genau das, was uns von den Partnern entgegengebracht worden ist, was uns von der Stiftung entgegengebracht worden ist. Die sofortige Reaktion, das ist eine Idee, die tragfähig ist und die funktioniert. Wir haben Bilder von Deportationen im Kopf. Das sind aber Bilder in der Regel 1944, die Deportationen der Jüdinnen und Juden aus Ankunft an der Rampe in Auschwitz, die Fiebergongs. Was wir nicht im Kopf haben, sind Familien, die vor dritte Klasse Waggons an deutschen Bahnhöfen stehen, sind ältere Leute, die kurz vorm Transport nach Theresienstadt an Bahnhöfen nochmal fotografiert werden, auf Innenhöfen, auf Marktplätzen. Das ist nicht das Bild der Deportation. Und ich denke auch, das ist das, wo diese Fotos ansetzen und, wie Frau Hartmann sagte, auch nochmal ganz schmerzlich Prozesse in Bewegung setzen. Weil sie machen die Verankerung deutlich. Das, was geschehen ist, geschieht mitten in Orten und Städten, unter dem Zuschauen ganz vieler. Und entweder diese ganz vielen oder ihre Nachfahrinnen und Nachfahren leben auch ganz oft noch an diesen Städten. Und das ist, denke ich, auch etwas, was so funktioniert. Und wenn wir nachher uns den Bildatlas nochmal angucken, sehen wir das auch konkreter. Wir können diese Fotos verorten. Und wir können sie ganz oft tatsächlich mit Geodaten exakt verorten. Und das macht etwas mit mir selbst. Wenn ich diesen Ort kenne
und ich kann es überlegen oder überlagern mit einem Foto der Deportationen von 1941 oder 1942. Wir hören ja gleich noch in der Präsentation Näheres dazu, aber gibt es denn ein Foto oder Fotos, die Sie im Kopf haben? Gab es vielleicht Überraschungen, Probleme bei der Beschaffung der Fotos? Können Sie dazu kurz was sagen? Also was uns überrascht hat, war die ungeheure Unterstützung der Archive. Mhm. Wir haben 1700 deutsche Archive angeschrieben. Wir waren in vielen Archiven im Ausland und das Projekt ist in der ganzen Breite herausragend unterstützt worden. Es gibt einige Dinge, die wir vorher angenommen haben, die sich bestätigt haben, wie viele der Fotos sind von Tätern gemacht worden. Was uns aber zum Beispiel überrascht hat, ist, wie sind die Fotos überliefert worden? Und da kommen Überlebende ins Spiel, Remigranten, die von diesen Fotos wussten. Die wussten, dass diese Fotos gemacht worden sind oder sie erhalten haben. 1945, 1946, Anfang der 50er Jahre, die den Wert dieser Fotos erkannt haben, nicht nur, weil sie Leute darauf erkannt haben, sondern weil sie von der Bedeutung dieser Fotos sofort überzeugt waren und die sie aufgehoben haben und oft erst in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre dann in die Archive gegeben haben. Und dieser Befund, der hat mich wirklich nochmal erstaunt zu sehen, wer hat diese Fotos bewahrt und dafür gesorgt, dass sie heute für uns zugänglich sind. Es ist ja, muss man dazu sagen, auch für jüngere Leute nicht so wie heute, dass jeder ein Smartphone dabei hat und alles Mögliche fotografiert. Jetzt müssen wir ja bei Bildern immer auch aufpassen. Sie könnten manipulativ sein, sie können verharmlosen, sie müssen in einen Kontext gesetzt werden. Sie hatten gerade schon gesagt, also meistens war es auch eine Täterperspektive. Also die Polizei hat dann fotografiert zum Beispiel, das waren jetzt nicht unbedingt Bürger, die dann am Rande stehen, vielleicht auch. Aber wie war denn sozusagen der Zulauf aus privaten Archiven? Gab es da was? Quasi das Aufnehmen, was ich gerade schon sagte, von Überlebenden, beziehungsweise von Angehörigen von Überlebenden. Wir haben bisher keine Bilder erhalten aus nicht verfolgten Familien. Okay. Da könne man annehmen, da gibt es noch welche. Wir haben allein hier in Berlin die ganz große Leerstelle. Über 60 Deportationen, große Deportationen aus Berlin, über 130 kleinere Transporte, kein einziges Foto. Aber haben Sie dafür eine Erklärung? Ich denke, da gibt es verschiedene. Mhm. Einerseits hat man sich vielleicht an die Deportationen ab irgendeinem Zeitpunkt auch gewöhnt gehabt. Okay. Sie passierten ja sehr häufig. Mhm. Andererseits, wie erkennt man ein Deportationsfoto? Wenn wir gleich in die Fotos im Bildatlas schauen, wird man sehen, die sind ganz unterschiedlich. Man muss gucken, man muss verstehen, was man sieht. Und dann gibt es durchaus den Punkt, es kann auch sein, dass sie noch in Archiven liegen und fehlzugeordnet sind oder dass sie wirklich noch in Privatbesitz sind. Also ich schließe nicht aus, dass es noch Fotos gibt. Und wir haben einige Fotos erhalten, die aber jenseits der Grenzen des Deutschen Reichs von 1937, das ist unser Fokus im Moment, lagen. Das heißt, die vor allen Dingen dann Verfolgungs- und Deportationsszenen in Polen gezeigt haben, nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht 1939. Ja klar, natürlich. Okay. Nein, weil also ich finde es eine interessante Frage, diese Frage, warum gibt es diese Fotos, gibt es sie nicht und wenn es sie gibt, warum sind sie dann noch nicht überliefert? Mhm. Ich glaube, auch hier wieder müssen wir uns einfach doch dessen bewusst werden, auch wenn ich jetzt diese Fotos heute in der dritten Generation oder vierten Generation finde, dann ist es so, wie Frau Bothe gesagt, ich muss diese Fotos erstmal selbst verstehen und dann dürfen wir ja nicht die Augen davor verschließen, dass wir trotzdem noch immer in der Gesellschaft leben, wo dieses Thema auch zum Teil bewusst oder unbewusst verdrängt wird. Weil wenn ich diese Fotos bei mir zu Hause finde, muss ich mich natürlich auch unweigerlich mit der Frage konfrontieren, warum befinden sich jetzt hier im Familienbesitz eigentlich diese Fotos? Ja? Was haben vielleicht meine Großeltern, meine Urgroßeltern eigentlich damit zu tun gehabt oder auch nicht? Ja? Wie haben sie sich eigentlich dazu verhalten? Wie kommen diese Fotos hierher? Und das ist natürlich auch eine Frage, die auch nach wie vor auch in den Familien und in den Familiennarrativen teilweise auch natürlich verdrängt werden. Und gleichzeitig ist es aber auch das Besondere, glaube ich, an diesem Projekt und an dieser Initiative, dass hier nochmal versucht wird oder versucht worden ist, einen Aufruf zu starten, damit man tatsächlich nochmal vielleicht Leute dazu anregt, dazu motiviert, nachzuschauen, was gibt es denn an Fotos in den Familienalben. Und ich denke, das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Also wir haben ja auch Webinare gemacht zu Fotos, Leute gebeten, Alben mitzubringen. Da gab es viel Interesse, ganz viel Reaktion. Aber es braucht Zeit, auch bis man das Vertrauen hat,
weil es hat was mit der Auseinandersetzung, mit der eigenen, auch schmerzhaften Vergangenheit zu tun, diese Alben dann auch, diese Fotos zu übergeben. Und die Fragen, die jetzt hier besprochen worden sind, denke ich, richten auch ganz große den Augenmerk auf die Bildungsarbeit. Ich glaube, also wenn man mit historischen Fotos und gerade aus der Täterperspektive, mit der wir es ja hier mehrheitlich zu tun haben, wenn man damit Bildungsarbeit machen will, darf man eben diese Fotos nicht als reine Illustration nur begreifen, sondern man muss sie lesen lernen, man muss sie lesen und interpretieren lernen. Man muss fragen, wer hat die gemacht? Warum hat es derjenige gemacht? Wie sind die überliefert? Was steht auf der Rückseite? Und ich glaube, dass da große Aufgaben, wie gesagt, in der Bildungsarbeit noch vor uns liegen. Also gerade bei der Arbeit mit jungen Menschen, für die ja Fotos und Bilder allgegenwärtig sind, dass man eben dann doch das hinterfragt, wenn es um historische Fotos geht. Was würden Sie sagen, sind denn so Gefahren? Also wir haben es schon angerissen, man muss es in Kontext setzen, aber was sind so Gefahren von Bildern, die einfach so kontextlos irgendwo hingestellt werden, wenn Leute die sehen, oder andersherum gefragt, was ist denn wichtig und was muss alles, also wie lernt man Fotos zu lesen? Das ist eine ganz spannende Frage und ich glaube, wir haben alle kurz nicht reagiert, weil wir reflektiert haben. Wir haben ja natürlich nicht in der Schule anders als beim Schreiben und Lesen lernen von Buchstaben ein Repertoire an die Hand bekommen oder Ressourcen, sondern müssen uns die selbst aneignen. Und dieses Auseinandersetzen mit Bildern, den eigenen Blick, also überlegen, wie funktioniert mein eigener Blick, wie sehe ich ein Bild, wie dekonstruiere ich ein Bild, wie versuche ich zu verstehen, dass ein Bild einen Ausschnitt darstellt. Das ist, denke ich, das Entscheidende, zu sagen, ja. Bilder stellen Ausschnitte dar, drumherum ist Kontext. Also auch Bilder, die nicht nur einen Ausschnitt darstellen, sondern auch eine Interpretation. Also da den Blick zu schärfen und sozusagen so eine Bildlesekompetenz zu schulen, genauso wie für Texte, das würde ich auch wichtig finden. Und natürlich auch eine kritische Reflexion, weshalb werden diese Bilder vielleicht auf eine gewisse Art und Weise reproduziert. Also auch hier kann man ja, indem man eigentlich diese Bildquellen analysiert und reflektiert, ja auch die Frage damit verknüpfen, eben warum werden die überhaupt immer wieder reproduziert und was möchte man damit eigentlich? Ja? Jetzt ist es vielleicht für jüngere Menschen oder Menschen, die da mit dem Thema nicht sich so auskennen, wenn sie so Fotos sehen ohne Kontext, dann wirken die zum Teil, ich sag mal, harmlos. Das sind Situationen am Bahnhof, sind Situationen, die wirken können wie ein Familienfoto. Haben Sie Erfahrung damit, wie junge Menschen, Schülerinnen und Schüler darauf reagieren, auf solche Fotos, die sozusagen ja, vielleicht gar nicht so die emotionale Reaktion hervorrufen, die wir jetzt vielleicht wir haben oder jemand, der sich damit auskennt? Gibt es da Erfahrungswerte schon? Ja, und ich glaube, das, was ich immer grundsätzlich in Bildungsarbeit sage, man sollte die jungen Menschen nicht unterschätzen. Ja. Die verstehen ganz viel und sie sehen ganz viel in diesen Bildern. Und sie stellen die Frage, warum sind die Menschen mit so wenig Gepäck oder mit diesem spezifischen Gepäck unterwegs? Und sind dabei, dann ganz schnell dabei, Zwangssituationen zu dekonstruieren. Manchmal stellen sie auch die Frage, weil sich quasi die Bildwelten, die sie überliefert haben, über Filme nicht mit dem übereinstimmen, was sie auf den Fotos sehen, fragen sie, wo ist Polizei oder wo ist, sind Soldaten, warum sehe ich hier keine Waffen? Also tatsächlich sind junge Menschen ja ganz stark in der Lage, auch zu reflektieren, was sind die Bildwelten, die wir kennen und warum sieht es jetzt anders aus als das, was ich erwarte. Und das ist ja auch der Punkt, in dem dann das Gespräch möglich ist und losgehen kann. In dem Punkt, an dem ich merke, ich habe ein bestimmtes Bild im Kopf, ich habe eine bestimmte Erwartung, das, was ich sehe, trifft jetzt nicht zu, was mache ich? Und ich denke, auch das ist das, wo in der Bildungsarbeit ganz viel passieren kann. Mit den Bildern und auch in den Workshops, die wir gemacht haben, ganz viel passiert ist, dass man wirklich ins Gespräch geht. Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, dass als ich die Fotos gesehen habe, dass ich überrascht war, dass es alles am helllichten Tag stattgefunden hat. Das sind keine Nacht- und Nebelaktionen, also zumindest von den Fotos, die ich jetzt gesehen habe. Was gibt es so Erfahrungen, die Sie jetzt haben aus der Arbeit mit jungen Menschen oder in der Bildungsarbeit, wo Leute wirklich sagen, das habe ich mir anders vorgestellt, also konkret, gibt es da irgendwas? Das gibt es ganz oft, aber nicht nur jetzt bezogen auf die Fotos der NS-Deportationen, dass junge Menschen, aber auch Erwachsene genauso, also wir reden immer über Jugendliche, vergessen, dass Erwachsene genauso ihre Vorstellungen und Erwartungen haben.
Wir kennen das zum Beispiel sehr oft auch aus den Gesprächen mit Überlebenden, wo ein Überlebender auf eine gewisse Art und Weise seine oder ihre Geschichte erzählt. Und dann sind die Gruppen, die hätten sich was ganz anderes erwartet. Ja? Die hätten sich erwartet, dass diese Person vielleicht in Tränen vor ihnen ausbricht, ja? Und sind dann erstmal genau, ganz erschrocken über die eigene Erwartungshaltung, die man dann auch reflektieren kann. Ich finde es wichtig, dass wir auch selbst als Vermittlerinnen da keine allzu große auch Erwartungshaltung an die Individuen oder Gruppen herantragen. Also warum muss ich erstmal so eine Erwartungshaltung aufbauen, wie man auf ein solches Foto zu reagieren hat oder nicht? Erstmal kann ich mich ja vielleicht auch als Vermittlerin davon ein Stück weit lösen und auch sagen, okay, dann ist es vielleicht in Ordnung, wenn sich jemand dieses Foto anschaut und einen ganz anderen Zugang dazu entwickelt. Zentral für mich wäre in der Vermittlungsarbeit wirklich Fragen zu stellen, ja, so wie das auch Alina Bote vorhin jetzt erwähnt hat. Ja. Diese Fotos, wir betrachten sie und erstmal geht es wirklich darum, sich Fragen zu überlegen. Und ich glaube, eine Frage zieht ganz viele weitere Fragen nach sich. Und auf diese Fragen gibt es vielleicht auch nicht immer. Manchmal haben wir eine Antwort und manchmal haben wir vielleicht auch keine zufriedenstellende Antwort. Und aber auch das ist, glaube ich, wichtig, um diesen ganzen Prozess zu verstehen. Ja, also man muss nicht nur Fotos lesen lernen und irgendwie entschlüsseln können, sondern man muss auch irgendwie einen Raum öffnen, darüber sprechen zu können. Also es reicht nicht zu sagen, hier sind ein paar Fotos, guck sie dir an und dann ist man vielleicht mit seinen Gedanken allein, mit seinen Fragen allein, sondern vielleicht der Austausch ist da ganz wichtig, dass man einfach auch sich miteinander bespricht und sagt, guck mal, was siehst du da und dann einfach auch vielleicht Fragen beantworten kann. Aber ich würde gerne mal auf das Erinnern im Gesamten irgendwie zu sprechen kommen. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren mit den digitalen Medien neue Wege, wie man Leute an ein Thema ranführen kann. Ist denn das heute, das ist jetzt eine lange Frage, ist es heute leichter zu erinnern oder an etwas zu erinnern, weil es diese digitalen Zugänge gibt und diese Medien gibt, die neuen Wege? Oder ist es vielleicht auch schwerer, weil wir so voll sind mit der Welt, die heute jetzt gerade passiert. Breaking News die ganze Zeit, kommen Nachrichten rein, Social Media und es ist voll im Kopf. Also ist es leichter oder ist es schwerer? Gibt es da eine Antwort? Also ich würde denken, anders. Also ja. Ich denke, durch die digitalen Möglichkeiten ändert sich die Erinnerungskultur und die Erinnerung, indem eben andere Räume aufgemacht werden, also digitale Räume, indem anders kontextualisiert wird. Und so weiter und so fort. Und gleichzeitig aber durch diese Niedrigschwelligkeit, die zum Beispiel die sozialen Medien uns ermöglichen, dass zum Beispiel ein Gedenkstättenbesuch ein anderer ist, wenn irgendwie jeder Schritt mit dem Smartphone zum Beispiel dokumentiert wird, das schlägt sich zurück auf die Erinnerungskultur. Und das, also so, es ist so ein Geben und Nehmen. Also zum einen ändert sich das Erinnern durch das Digitale und das Digitale ändert die Erinnerung. Also so rum, ja. Ja, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer in der Beantwortung dieser Frage, weil ich finde, dass manchmal auch diese Frage nach dem digitalen Erinnerung oder der Digitalisierung manchmal eigentlich auch fast schon so eine Themenverschiebung oder Themenverzerrung nach sich zieht. Mhm. Und dann reden wir über das Digitale und gar nicht über die Frage, woran oder an was wir uns eigentlich in der Gegenwart und in der Zukunft erinnern wollen. Ich würde sagen, erstmal ist es auch egal, ob wir das digital, analog oder sonst wie machen, sondern erstmal müssen wir eigentlich ein Bewusstsein dafür bekommen, tatsächlich, woran wollen wir uns überhaupt erinnern? Ja? Welche Spuren der Vergangenheit wollen wir nach wie vor sichtbar machen? Und da können uns aber natürlich digitale Technologien unterstützen und helfen. Aber das ist eher die Frage nach der Form, ja, und nicht nach dem Stimmt, richtig. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und würde doch nochmal aufs Digitale zurückgehen und sagen, es ist nicht nur anders und es geht nicht nur um das, woran wir erinnern wollen, sondern das Digitale erlaubt uns, neue Dinge auszuprobieren. Ja. Und ich denke, dieses neue Dinge ausprobieren, neue Formen finden, hat auch damit zu tun, dass jede Generation ihre Modi der Erinnerung finden muss. Und das ist wichtig, heißt aber auch, dass wir manchmal daneben liegen. Manche Formate funktionieren nicht. Da müssen wir einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, anders. Aber das ist das, was wir ja auch alltäglich mit dem Digitalen erleben. Wir sind immer noch in einer Phase des Ausprobierens, aber dieses Ausprobieren erlaubt uns Projekte wie dieses und erlaubt uns dann auch wirklich neue Formen zu finden, die funktionieren können oder die wir anpassen müssen, bis sie funktionieren.
Wobei vielleicht bei dem Projekt, es geht ja nicht nur um das Erinnern, weil wir jetzt das digitale Erinnern so als große Headline haben. Es geht ja tatsächlich eigentlich um eine Auseinandersetzung, die im digitalen Raum stattfindet. Und ich finde, Erinnern und Auseinandersetzen sind doch nochmal zwei verschiedene Dinge. Also, Wobei ich sagen würde, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Genau. Ich kann nicht erinnern, wenn ich mich nicht auseinandergesetzt habe, oder? Ja, darüber könnten wir jetzt länger sprechen. Ich glaube, das hat sehr lange in der Bundesrepublik auch so funktioniert. Ja. Ein Erinnern ohne eine aktive Auseinandersetzung, ja. Vor allem die Frage sozusagen nach der eigenen Beteiligung. Mhm. Insofern sozusagen wäre das jetzt vielleicht eine kompliziertere Diskussion, aber natürlich hast du recht, beides zusammen, man muss eigentlich beides zusammen denken. Okay, ja, wir können hier an der Stelle leider nicht weitermachen. Wir haben nur 20 Minuten Zeit und haben noch ganz viele Programmpunkte. Frau Bothe, Sie müssen gleich zur Stage 2 rüber sprinten. Und in der Zwischenzeit, damit wir ein bisschen Zeit haben, gibt es noch einen kleinen Einspieler, der das Gesamtprojekt nochmal vorstellt. Und danach gibt es noch die Grußworte von den Partnerinstitutionen, und zwar von Dr. Andreas Häusler, Public History München, und danach Dr. Wolf Gruner vom USC Dornsife Center for Advanced Genocide Research in Los Angeles. Und dann treffen wir uns später wieder zum Q&A. Okay. 20. November 1941, Güterbahnhof München-Milbertshofen. Am frühen Morgen fährt die Gestapo 997 Jüdinnen und Juden in einen Deportationszug. Darunter auch diese beiden jungen Mädchen. Sie alle werden nach Kaunas in Litauen deportiert, 1500 Kilometer entfernt. Und niemand kehrt zurück. Fotos wie diese Bilderserie aus München stehen im Zentrum von Last Seen. Zwischen 1938 und 1945 deportierten die Nationalsozialisten Millionen von Juden, Sinti und Roma. Wer waren diese Menschen? Welches Schicksal mussten sie erleiden? Wer hat die Fotos gemacht? Wer sind die Täterinnen und Täter? Alina Bothe ist diesen Fragen nachgegangen. Gemeinsam mit einem Team aus Historikerinnen und Historikern. Dazu haben sich 5 Partnerinstitutionen aus Deutschland und den USA in der Initiative Last Seen zusammengetan. Ihr Ziel? Sämtliche Fotos der Deportationen im Reichsgebiet zwischen 1938 und 1945 zusammenzutragen, zu entschlüsseln und in einer digitalen Sammlung zu veröffentlichen. Jedes Bild erzählt eine eigene Geschichte. Durch das Projekt Last Seen werden sie sichtbar. Und wie das genau aussieht, das stellen wir Ihnen jetzt vor. Für München ist dieses Projekt Last Seen natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Wir wissen ja alle, welche Rolle München während des Nationalsozialismus, aber vor allem für den Aufstieg des Nationalsozialismus gespielt hat. Als ehemalige Hauptstadt der Bewegung ist die Untersuchung, die quellenbasierte Annäherung an diese Zeit natürlich ein großes Anliegen, ein Auftrag auch an die Zukunft. Und wir als Public History München sehen in solchen Projekten auch eine große Chance, Themen, die vielleicht nicht so populär sind, an eine größere Öffentlichkeit zu bringen und vor allem junge Menschen mit unseren Themen, mit unseren Fragen und hoffentlich auch mit unseren Antworten zu gewinnen, mehr Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit zu richten und aus diesem Blick in das Vergangene, in das tragische, schlimme Geschehen von damals, auch eine eigene Verantwortung für die Zukunft zu entwickeln. Auf den Deportationsfotos sind die Verfolgten oft zum letzten Male abgebildet. Das Last Seen Project identifiziert die Opfer, erforscht ihre Biografien und gibt somit den Menschen ihr Gesicht, ihren Namen und auch ihre Geschichte zurück. Das ist nicht nur wichtig als ein Akt der Erinnerung, sondern auch als ein Zeichen für die Überlebenden oder die Angehörigen der Überlebenden. Im Rahmen des Projektes habe ich mit Angehörigen gesprochen, deren Großeltern auf den Fotos zu sehen sind. Sie verfügen oft über zusätzliches Wissen, das vor Ort so nicht mehr vorhanden ist. Ihre Verwandten waren ja keine Fremden in den Orten, sie waren Mitschüler, Freunde, Kollegen und Nachbarn. Sie lebten dort seit Generationen. Ich freue mich, Ihnen jetzt den Bildatlas Last Seen präsentieren zu können. Es gibt einige hundert Deportationsfotos, wie wir gerade schon gehört haben, die aus dem
Deutschen Reich in den Grenzen von 1937 in den Jahren 38 bis 45 überliefert sind. Der größte Teil dieser Aufnahmen ist von Tätern angefertigt worden, von Polizisten oder von Personen, die von der Polizei mit der Aufnahme beauftragt wurden, von Stadtverwaltungen oder auch von Archiven. Sie sind als Nachweis der polizeilichen Arbeit oder für Stadtchroniken angefertigt worden. Ganz wenige Bilder, die wir gefunden haben, sind aus der Distanz heimlich aufgenommen worden. Waren das Widerstandsaufnahmen? Wollte jemand etwas dokumentieren? Fand jemand etwas spannend? Einige Bilder, die wir kennen, sind von sogenannten Blitzern aufgenommen worden, von Leuten, die vorbeigekommen sind, die, so wie wir das heute auch mit der Handykamera machen, wenn etwas spannend ist, Schnappschüsse angefertigt haben. Und ganz wenige Bilder, drei, die wir bisher kennen, sind aus der verfolgten Perspektive. Jetzt habe ich einmal über die Bilder gesprochen. Aber ich habe noch nicht über das gesprochen, wovon wir keine Bilder haben, nämlich den größten Teil der Deportation. Von den meisten Deportationen kennen wir keine Fotos und sind keine Fotos überliefert. Das ist die große Leerstelle, denn auch wenn Sie sich den Bildatlas heute Nachmittag anschauen oder jetzt gleich, sehen Sie ganz viele Bilder, aber von den meisten Deportationen sehen Sie halt keine. Und das wollen wir auch ganz offen machen. Die Bilder, die Sie jetzt erstmals im Bildatlas von Lars Zien zusammengeführt, erschlossen und zugänglich für Forschung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit und interessierte Öffentlichkeit finden, sind Bilder, die was ganz Merkwürdiges zeigen, die nämlich die Abholung zeigen, die das Herausreißen zeigen, und zwar von Menschen, die keine Fremden waren. Sie zeigen, dass Nachbarn und Nachbarinnen abgeholt worden sind von Nachbarn, vor den Augen von Nachbarinnen und Nachbarn. Das ist das, was Sie hier auf diesem Foto aus Lörrach sehen. Oben auf dem Balkon, fast theatralisch zuschauend, die Nachbarn, die diejenigen kennen, die dort unten sich versammeln müssen und die auch diejenigen kennen, die das Ganze durchführen. Gerade in den kleineren Städten kannte man sich ziemlich sicher mit Namen. Was diese Bilder also zeigen, ist, dass das, was in Riga, Białystok, Warschau, Treblinka, Majdanek, Sobibor und Auschwitz endet, im deutsch besetzten Osteuropa, in den Bloodlands, wie Timothy Snyder es genannt hat, mitten auf Straßen, Marktplätzen und Bahnhöfen überall im Deutschen Reich beginnt. In Aachen, in Berlin, in Köln, in Hamburg, in Hintertupfingen genauso wie in Wiesbaden. Und das ist das, was in diesem Bildatlas zusammengetragen ist. Der Beginn der Deportation, der Beginn des Verfolgungs- und Vernichtungsprozesses in den Bloodlands, der Ermordung, nimmt seinen Ausgang mitten in deutschen Städten. Bilder sind eine schwierige Quelle, eine herausfordernde Quelle und eine umso mehr faszinierende Quelle. Denn auf den ersten Blick denken wir, wir sehen alles. Aber wir sehen nur einen Ausschnitt und wir sehen eine Inszenierung. Dieses Foto hier, Familie Hausmann 1942, Minuten bevor sie den Zug, der sie deportieren wird, besteigen müssen in Weiden. Das sieht doch fast harmlos aus. Sie gucken alle noch mal freundlich in die Kamera, vielleicht etwas angespannt. Man sieht die Zwangsmarkierung an ihrer Kleidung. Man kann erkennen, dass sie ein ganz bisschen Gepäck noch mit sich führen. Aber wo ist der offenkundige Zwang? Was ist abwesend? Abwesend auf diesen Fotos und Polizisten ist auch Waffengewalt, denn die ist überhaupt nicht mehr notwendig. Die Verfolgten leben 1941, 42 in einer World of Choiceless Choices. Sie haben keine Auswahl, keine Möglichkeiten mehr. Sie sind dieser Situation ausgeliefert und gleichzeitig agieren und reagieren sie noch in der Situation so wie die Mitglieder der Familie Hausmann, die hier nochmal geradezu souverän in die Kamera gucken. Was wir also nicht sehen, ist die Gewalt der Situation. Die ist vielleicht offenkundig, vielleicht auch nicht, aber sie ist in der Situation enthalten. Dass wir sie nicht sehen, macht die Bilder aus meiner Sicht geradezu brutaler. Wir haben in den letzten 18 Monaten Bilder gesucht, überall, in Archiven,
in Literatur, in Datenbanken. Und wir haben viele, viele Fotos gefunden, weitaus mehr, als wir erwartet haben. Wir wussten von 27 Serien, die die Deportation von Jüdinnen und Juden zeigen, aus der wichtigen Studie von Philipp Springer und Klaus Hesse vor aller Augen. Und wir wussten von den Vorarbeiten von Frank Reuter, von Deportationsfotos, von vier Deportationen von Sinti und Roma. Das ist ein Bestand von insgesamt 31 Orten. Wir haben im Verlaufe der letzten 18 Monate aus fast 30 weiteren Orten Bilder gefunden. Wir haben Archive angeschrieben. Ich habe das vorhin gerade schon gesagt. Wir haben 1700 deutsche Archive angeschrieben und eine enorme Anzahl von ihnen hat geantwortet. Wir haben selbst systematisch Literatur gesichtet. Wir waren in Archiven und Datenbanken unterwegs und wir können jetzt den Atlas präsentieren mit mehr als 30 Serien aus 29 Städten und in den nächsten paar Tagen kommen nochmal 8 weitere Serien hinzu und hiernach wissen wir dann noch von etlichen weiteren Serien, die im Laufe der Zeit noch hinzugefügt werden können und werden. Dieser Bildatlas ist neu. Wenn man bisher Deportationsfotos recherchieren wollte, musste man in verschiedene Archive gehen, musste die Literatur suchen, musste all diese Schritte machen, die wir in einem großen Team in den letzten 18 Monaten gemacht haben. Jetzt liegen die Bilder erstmals digital, fachlich erschlossen und kommentiert vor. Das erlaubt Vergleich und es erlaubt auch vertiefende Forschung. Und es wird erstmals möglich sein, sich mit Deportationsbildern aus verschiedenen Städten zeitgleich auseinanderzusetzen. In dieser Weise und das sowohl für Bildung zu nutzen, für Erinnerungsprojekte, aber halt auch für wissenschaftliche Forschung. In den nächsten paar Minuten will ich anhand von 3 Bildern den Bildatlas kurz vorstellen und auch einmal über die Bildserien sprechen, die wir gefunden haben. Mein erstes Beispiel, hier sehen Sie einen Screenshot schon aus dem Bildatlas, ist dieses Foto. Das ist vermutlich eines der 3 Bilder, die aus Verfolgtenperspektive aufgenommen worden sind. Es zeigt den 17.11.1941 in der damaligen Karl-Peters-Schule, heute Schule am Barkhof in Bremen, wo sich hunderte Jüdinnen und Juden aus Bremen und Umgebung zur Deportation nach Minsk einfinden mussten. Unter denjenigen, die sich dort einfinden mussten, war Ruth Cohen, die Cousine von Inge Berger, die diese Bilder überliefert hat. Inge Bergers Vater war Beauftragter der Reichsvereinigung und musste an dem, was geschah, mitwirken. Inge Berger selbst lebt in hohem Alter immer noch und sie war in der Lage, auf diese Fotos, die sie bewahrt hat, Personen zu identifizieren. Und Sie sehen hier mit weißen Punkten die Zwillinge Henny und Ursula Fink, daneben mit der weißen Jacke Marion Orbach und vorne Hans Frank. Hans Frank ist der einzige von den hier Fotografierten, die überlebt haben. Warum sage ich, dieses Bild ist vermutlich aus Verfolgtenperspektive aufgenommen worden? In Kenntnis ganz vieler Deportationsfotos kann ich sagen, diese jungen Menschen hätten sich nicht so ausgelassen verhalten in dieser Situation, wenn dort ein Polizist oder ein von der Gestapo beauftragter Fotograf gestanden hätte. Mein zweites Beispiel, München, 3 Tage später, 20.11.1941. Deportation nach Kaunas. Eins der ganz wenigen Beispiele von Nachtaufnahmen. Auf diesem Foto sehen wir, wie die Kinder aus dem Antonienheim auf einen offenen LKW gesetzt werden. Wenige Tage nach diesem Foto, am 25.11., direkt nach der Ankunft in Kaunas, werden alle Personen, die in dieser Deportation deportiert wurden, von der SS und litauischen Hilfstruppen im Fort 9 erschossen.
was unserem Kooperationspartner, den Kollegen von Public History München, gelungen ist, ist zwei Personen auf diesem Foto zu identifizieren. Und zwar das kleine Kind, das gerade auf den LKW gehoben wird. Das ist Judith Kohn. Und ihre Mutter, Gertrud, die hinter der Person steht, die ihre Tochter gerade auf den LKW hebt und sich abwendet, um dann selbst zu Fuß zum Zug zu gehen. Diese Identifikationen sind natürlich nicht zu 100%, das können wir nicht, aber sie sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Das dritte Beispiel, das ich mitgebracht habe, um die Funktionsweise des Bildatlas zu zeigen, ist aus Halberstadt vom April 1942. Dort mussten sich 102 Personen vor dem Einwohnermeldeamt, das genau vor dem Halberstädter Dom ist, den man sehr, sehr gut auf diesem Foto erkennen kann, in der Mitte der Stadt versammeln. Und unser Partner Wolf Gruner vom Center for Advanced Genocide Research hat dieses Foto in einem lebensgeschichtlichen Interview gefunden und es ist ihm gelungen, Kontakt mit der Familie des Überlebenden aufzunehmen. Und wir wissen, dass die ersten beiden Personen, die vorne in dem Deportationszug stehen, die Eltern dieses Überlebenden sind, Hugo und Paula Bevermann. Der Bildatlas ist Work in Progress. Wir schalten heute frei, aber wir wissen jetzt schon, dass noch viele Serien zu erschließen sind. Und nur wenige Tage zuvor, vor, ich glaube, knapp 2 Wochen, hat eine Kollegin von uns in dem von Volker Eichler bearbeiteten Band zur Geschichte der Deportationen aus Hessen, der aus dem Nachlass von Monica Kingreen herausgegeben worden ist, 4 Bilder gefunden, die wir bisher nicht kannten und die Deportation der als Jüdinnen und Juden Verfolgten aus Langensebold in Hessen zeigt. Das heißt, der Bildatlas ist Work in Progress und er ist Work in Progress sowohl in der Ergänzung der Bildserien, aber auch in der Ergänzung unseres Wissens, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Das heißt, wenn Sie Personen oder Orte erkennen, wenn Sie mehr wissen, als wir bisher abbilden konnten, freuen wir uns über eine Nachricht. Bevor wir gleich den Bildatlas dann das erste Mal live zeigen, und ich bin ein bisschen aufgeregt vor diesem Moment, will ich Dank aussprechen. Und zwar den zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die unglaublich engagiert in den letzten 18 Monaten gearbeitet haben. Ein Projekt dieser Größenordnung binnen 18 Monaten zu stemmen, konnte nur als Team funktionieren und es war eine großartige Teamleistung, die uns hierher gebracht hat. 5 Institutionen tragen das Projekt, 5 Institutionen, deren Kolleginnen und Kollegen mitgewirkt haben. Auch dafür einen ganz herzlichen Dank. Ich will der Stiftung EVZ explizit danken, die dieses Projekt von Anfang an ungeheuer positiv begleitet hat und der Agentur NY, mit der wir die digitalen Elemente gemeinsam entwickelt haben, die wir uns jetzt beim Bildatlas erstmal anschauen können. Wenn Sie auf den Bildatlas gehen, sehen Sie zunächst eine Übersicht aller Deportationsfotos. Das sind aktuell weit über 300. Sie können durchscrollen und sehen Bilder, Bilder, Bilder. Sehr unterschiedliche Bilder, denn die Überlieferung ist ganz unterschiedlich. Manchmal haben wir Zeitungsfotos, manchmal haben wir Scans, manchmal haben wir schlechte Fotokopien. Man sieht, es ist ganz unterschiedliches Material, aber das ist auch gemäß der Historizität. Ein Zugang zu den Bildern, den wir dann geschaffen haben, es ist der Bildatlas, ist die Karte. Und Sie sehen, die Bilder sind quer über ganz Deutschland verteilt, in den Grenzen von 37 hier mit Breslau. Und man kann dann reinzoomen und genau sehen, wo ist aufgenommen worden. Um den Bildatlas zu navigieren, gibt es verschiedene Filter, die wir gesetzt haben, die wir aufgebaut haben. Das heißt, Sie können sehen und können nach bestimmten Punkten wie Abholung am Wohnort, Gepäck oder Ähnlichem suchen und können das dann auch mit den anderen Filtern kombinieren, sodass man wirklich auf seine spezifische Frage hin Antworten finden kann.
Wenn die Bilder dann geöffnet werden in dem, was wir Einzelbildansicht nennen, gibt es die Möglichkeit, Anmerkungen an- oder auszuschalten. Wir können mit der hinter dieser Bildatlas liegenden Datenbank pixelgenau annotieren. Das heißt, wir können ganz genau sagen, diese Person war Werner Loeb, das ist Adolf Loeb. Und immer dort, wo wir das können, erzählen wir die Biografien derjenigen. Und wir markieren Objekte, wir markieren auch Gegenstände, die sich wiederholen, wie Zwangsmarkierungen, wie Umhängeschilder. Und damit Sie das Bild auch als solches wahrnehmen können, ist auch die Rückseite und wo immer auch die Kontextseite überliefert. Dann gibt es ganz viele weitere Informationen, Quellen, auch die Quellen, die wir empfehlen. Es gibt eine Karte pro Bildserie, die exakt verortet. Ich denke, das ist besonders dann bedeutsam, wenn man die Orte kennt. Informationen über die Serie, über die Person, die fotografiert hat, über die Überlieferung und Dank. Weil dieses Projekt ist von ganz vielen Leuten, von ganz vielen Fachkolleginnen und Kollegen großzügig unterstützt worden. Und jetzt will ich Sie einladen, probieren Sie den Bildatlas aus, fangen Sie an, ihn sich anzusehen, zu recherchieren, selbst hinzusehen, in Ruhe, mit Zeit und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse. Und an dieser Stelle darf ich Ihnen Dr. Christoph Kreuzmüller vorstellen, der nun das Bildungsangebot von LastSeen präsentieren wird. Vielen Dank, liebe Alina. Ja, bevor ich das tue, ganz schnell der Hinweis, dass Sie jederzeit im Chat Fragen stellen können. Zum Bildungsangebot, das Bilder lesen lernen, ist ja etwas, was jetzt schon häufiger erwähnt worden ist, was wichtig ist. Konkret geht es um Fotos der Deportation. Und es geht darum, einmal im Sinne von Medienkompetenz in unserer bilderdurchfluteten Welt zu lernen, generell Bilder sich anzuschauen, sie kritisch zu betrachten. Natürlich geht es auch darum, über die Deportationen aus dem Deutschen Reich zu lernen, also um den historischen Gegenstand. Fotos, das kann ich nach 30-jähriger Erfahrung sagen, mit 30-jähriger Erfahrung sagen, sind eine großartige Quelle, großartiger Gegenstand von Pädagogik. Sie zeigen eine konkrete Situation, über die wir zusammen reden können. Sie zeigen eine Situation, die kontextualisiert werden kann, aber auf der wir sehen können und bieten damit einen ganz tollen Sprechanlass. Ein Sprechanlass über Sprachgrenzen, übrigens auch innerhalb von unserer Sprache hinweg. Was ich Ihnen jetzt zeigen werde, ist die Beta-Version des Games, weil wir dieses Game ganz, ganz stark zusammen mit Schülerinnen konzipiert haben und den Schülerinnen jetzt, wo das Spiel soweit ist, natürlich nochmal die Gelegenheit geben, nochmal drauf zu gucken. Neben diesem partizipativen Ansatz haben wir versucht, transparent und zugänglich zu arbeiten und verzahnen, und ich glaube, das sehen Sie nachher noch, verzahnen das Virtuelle mit dem Analogen. Beide steht ja nebeneinander. Bevor ich jetzt reingehe in die Entwicklung des Games, ein kurzer Rückblick. Das, was Gerhard Paul mal als den Visual Turn beschrieben hat, ist langsam ja auch in der Pädagogik angekommen. Wir beschäftigen uns viel mehr mit Fotografien. Allerdings ist festzustellen, dass allzu häufig diese Fotos immer noch als Illustration benutzt werden, wie in Geschichte und Geschehen 2004 ganz klassisch, da wird, Alina Bothe hat darauf hingewiesen, da wird ein Foto von Bernhard Walter am 16. Mai 1944 aufgenommen, in Auschwitz-Birkenau, Passport Toto gestellt, für das Deportieren im Allgemeinen. Und das eher alle illustrativ hingestellt. Und diese Bilder oder genau diese Zuschreibung ist ja etwas, was unser Bild im Kopf prägt. Und es gibt natürlich auch schon, und ich bin ganz glücklich, da mitgewirkt zu haben, eben auch an, ja, Versuche, sozusagen Fotos weiter zu entschlüsseln, wie hier das Foto einer Deportation aus Marseille. Das Tool, das Game, haben wir entwickelt, partizipativ. Der erste ganz platte Ansatz war natürlich erstmal die Schülerinnen zu fragen, welche Fotos findet ihr überhaupt spannend? Und das haben wir in zwei Workshops
im Haus der Wannsee-Konferenz gemacht, wo wir den Schülerinnen einfach viele Fotos hingelegt haben und einfach gefragt haben, sag mal, was findet ihr? Wo guckt euer Auge hin? Wo bleibt euer Auge hängen? Und daraus ist dann entstanden so ein Ranking. Wir haben drei Serien dann angefangen zu bearbeiten. Das eine ist München 1941. Alina Bothe hat schon ein Foto daraus gezeigt. Dann Eisenach 1942, auch die Deportation von Jüdinnen und Juden, beziehungsweise von Menschen, die als Jüdinnen und Juden verfolgt wurden. Und dann Remscheid, das zeigt die Deportation von Sinti und Rom, ja, 1943. Und ist übrigens das letzte Bild, zeitlich chronologisch, das wir in Bildatlas aufgeführt haben, die letzten Bilder. Ich zeige Ihnen jetzt die Pilotserie und versuche Sie teilhaben zu lassen an unserer Entwicklung. Wir haben natürlich erstmal Kontext recherchiert und das Bild ist im Stadtarchiv Eisenach. Großen Dank den Kolleginnen dort, Stadtarchiv Eisenach bewahrt. Ein Bildarchiv ist Teil einer Bildchronik, so einer ganz typischen Bildchronik. Theodor Harder hat sie angelegt und dann eingeordnet unter dem Titel Exmittierung der Juden aus Eisenach, 9. Mai 1942. Wenn wir uns die Bilder anschauen, ist es eigentlich ein klassischer Dokumentarstil. Der Harder fotografiert ähnlich, wie Rudolf Hess zur Wartburg hochgeht, wie das Deportieren der Jüdinnen und Juden. Wenn man die Serie ein bisschen ordnet, er zeigt letztendlich einen Abmarsch. Die Nationalsozialisten marschieren fortwährend oder er fotografiert das wie ein Marsch. Den Sammelpunkt, das Sammellager in der Goethestraße 48, da müssen sich die Jüdinnen und Juden sehr früh einfinden, werden dort durchsucht, nehmen dann jetzt gerade in der Situation, wo fotografiert wird, das Gepäck auf, gehen dann, es tut mir leid, durch die Schillerstraße. Sie sehen, der Wind bläht den Umhang des Postboten, da schauen Menschen zu, ein Kinderwagen kommt vorbei. Dann gehen sie über die Straße der SA, heutige Bahnhofsstraße, oben links gucken Zahnarzt zu, in den Haupteingang des Hauptbahnhofes von Eisenach und steigen dann Gleis 3 ein in den Personenzug, der nach Weimar fährt. Gleis 3 und dritte Klasse Waggons. Das ist so eins der Fotos, wo man auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so richtig sieht, dass es sich um ein Zwang handelt, um eine grässliche, zwanghafte Deportation. Das sieht ja relativ zivil aus, recht voll. Der einzige Hinweis ist eigentlich, dass uns auch das einzige Foto, wo man das so deutlich sehen kann, dass dort ein Polizist steht, der SS-Uniform anhat und den wir von hinten sehen mit dem Rücken. Zu unseren Methoden. Es ist à la Panofsky natürlich das Schauen. Wir haben mit den Schülerinnen sehr, sehr viel wirklich auf die Fotos geschaut, geguckt, was können sie sehen, was können wir sehen, was können wir mit ihnen sehen, was können wir nicht sehen. Und haben daraus dann verschiedene Anwendungen entwickelt. Eine dieser Anwendungen ist, dass wir dann die Orte abgegangen sind in Eisenach, die fotografiert haben und die Fotos dann präsentiert haben und ausprobiert haben, kriegen die Schülerinnen das hin, entlang der heutigen Fotos, die zeitgenössischen Fotos zu sortieren. Und ja, natürlich kriegt die das hin. Und das ist dann in unser Spiel eingeflossen, auch als in unseren virtuellen Raum eingeflossen, machen wir aber auch in den analogen Workshops, die wir immer noch durchführen, desgleichen. Etwas, was vielleicht im analogen Raum besser funktioniert als im Spiel, obwohl wir es in beiden Anwendungen versuchen, ist dieses hier, was ich Ihnen zeige. Wir haben dann ein Foto rausgenommen, das diesen Gang in den Hauptbahnhof zeigt, von einer Gruppe von Deportierten, die aber umgeben sind von nicht-jüdischen Passanten, die dann am Abend des 9. Mai, das ist ein Samstag, einfach wieder nach Hause gehen können oder wo auch immer sie hingehen, wohingegen die Deportierten dann schon längst in der Free-Auktionshalle in Weimar Grässliches zu erleben haben. Und wir haben die Schülerinnen gebeten, auf diesem ausgedruckten Papier dann einfach mal zu markieren, wer nicht deportiert wird. Und das hat natürlich einen doppelten Zungenschlag. Einmal ist es etwas, was eine Aufgabe ist und diese Aufgabe, und das ist ja das Wichtige, führte dann die Schülerinnen ganz, ganz tief in die Fotos rein. Und es war ganz spannend zu sehen, was die alles diskutiert haben,
mit welcher Vehemenz sie sich auseinandergesetzt haben, welcher, wer nicht und woran man erkennen könne. Und natürlich auch diese Erkenntnis, boah, da stehen echt viele Menschen rum, die nicht deportiert werden an diesem Tag. Gleichzeitig, der Kontext ist wichtig, das haben wir häufiger schon gehört und das stimmt ja auch, ohne Kontext sind Fotos teilweise auch nicht zu erkennen. Wir haben natürlich im Stadtarchiv Eisenach in Gotha im Staatsarchiv recherchiert, Adressbücher rausgesucht, die Deportationsliste, den Stadtplan, die Beschreibung der Kriminalpolizei. In Eisenach ist es die Kriminalpolizei, die das organisiert. Genauso wie Fotos der dann Deportationsopfer. Marianne Spangenthals Einschulung sehen Sie in 1932. Und all das bereitgestellt. Und dann kommen wir dann zu einem Punkt, der wichtig ist. Wir haben hier diese wunderbaren Quellen. Und als Historiker geht da mein Herz auf sozusagen, weil das eine ganz genaue Beschreibung ist des Deportationsvorganges. Nur wenn Sie das Schülerinnen vorlegen, wie übrigens auch vielen anderen der Gesellschaft, dann sagen sie natürlich, altdeutsche Handschrift. Und das ist etwas, was eben dann im digitalen Raum viel, viel besser funktioniert und was ich Ihnen gleich präsentieren werde, ist nämlich das, dass wir im Digitalen sowas dann gleich umschreiben können und dann nicht ausgeliefert sind den Historikern, der Historikerin, die dann altdeutsche Handschrift vielleicht auch lesen kann. Und übrigens mein Hinweis, 11.06 Uhr Zug nach Weimar, ist genau dieser Quelle entnommen. Das haben wir in steten Dialog mit den Schülerinnen und auch ausprobieren mit den Schülerinnen. Wir haben es in München getestet, wir haben es in Arolsen getestet und eben in Wannsee getestet, auch dieses Spiel eben dann gestaltet zu einem Game. Und das Game ist eigentlich der Traum von uns, der Traum der Historikerinnen vielleicht. Das ist ein Dachboden, wo ganz, ganz viel Material versteckt ist, authentisches Material. Und ich zeige Ihnen hier den allerersten Entwurf, den die Agentur NY, der ich zu ganz großem Dank verpflichtet bin für diese tolle Entwicklung, die wir und diesen spannenden Prozess, den wir zusammen durchlaufen haben, den ersten Entwurf, den NY uns so präsentiert hat mit der Idee, da könnte man was draus machen, weil, hey, das, auf diesem Dachboden können wir dann doch verstecken. Und tatsächlich haben wir dann auf diesem Dachboden ganz, ganz viel versteckt. Und was wir dort versteckt haben und wie wir das aufbereitet haben, würde ich Ihnen jetzt gleich zeigen in der Version des Spieles, die noch nicht ganz, ganz fertig ist, weil wir es nochmal testen möchten. Natürlich, das Spiel hat eine Einführung. Ist, wie ich schon sagte, noch eine Beta-Version, ist ein Spiel, wo man wählen kann, wo man eine Rolle übernimmt, nämlich der Bloggerin. Und die Einführung erfolgt ganz klassisch, kann man fast sagen, das machen mehrere Spiele inzwischen, über so einen Chatverlauf, wo jemand aus dem Off dir mitteilt, dem Spielenden mitteilt, der Spielenden mitteilt, hey, ich habe da was gefunden, nämlich diesen Dachboden. Und dann einlädt sich mal kurz in diesem Dachboden umzugucken und dann die Einladung ausspricht, da mal reinzugehen. Ich heiße heute Alexandra und werde jetzt diesen Dachboden mit meinem Notizblock betreten. Und das Spiel hat dann ein kleines Tutorial, wo mir erklärt wird, mir als Alexandra erklärt wird, wie ich das Spiel zu benutzen habe, Navigation, wie der Fortschritt angezeigt wird, der Spielverlauf angezeigt wird und wie ich dann die auf dem Schreibtisch bedrapierte Spielserie finden kann. Und es war ganz wichtig, darum steht da dieser Computerbildschirm, darzustellen, es ist heute. Es ist ein Spiel in der Jetztzeit. Es führt dann auf ein Foto. Das war eine unglaublich schnelle, einstimmige Entscheidung, gesagt, okay, an diesem Foto zeigen wir, wie das funktioniert. Weil das ist das Foto, das zeigt, dass man in Eisenach sich befindet, mit dem Bahnhofsschild. Und wenn man dann, wenn wir dann eingeben, diese Personen gehen in Eisenach die Treppe hoch zum Gleis 3 oder zum Zug, dann schaltet dieses Eingeben, diese Eingabe dieser Schlagwörter dann ein Blogartikel frei, das ist konfektioniert. Bestimmte Schlagwörter schalten bestimmte Textblöcke und bestimmte Bilder dann frei. In diesem Fall haben wir jetzt
sind wir erst bei 8%, gilt also noch ein bisschen mehr zu finden. Und dafür sind wir dann in dem Dachboden, was natürlich das, was wir auch machen können, dass wir eben Sachen noch mal im Foto erklären. Ja, und jetzt sind wir in dem Dachboden und stöbern dort rum. Und kommen unter anderem dann sehen verschiedene Quellen schon mal so aufblinken und kommen dann, dann zu einem, da möchte ich jetzt endlich hin. Das Spiel dauert, ja genau. Wir kommen dann zu einem Dokument und da, das habe ich vorhin angedeutet, was wir jetzt im virtuellen Raum machen können, ist die Dokumente aufarbeiten. Dass wir das, was wichtig ist, umschreiben, sodass das alle lesen können. Und dann kann man sehen, dass es eine Krankenschwester gibt, Magda Katz, und zeigt einem dann in der Leiste die Fotos, wo diese Magda Katz zu sehen ist. Man sieht dann hier sogar die Tasche der Krankenschwester Magda, Sarah Katz, Sarah als Zwangsvorname. Und wenn man das dann eingibt, schaltet man dann tatsächlich wiederum etwas frei. Also der Versuch, die Dokumente mit den Fotos zu verzahnen, möglichst eng zu verzahnen, sodass die dann Rückschlüsse liefern und neue Blicke auf das Foto liefern können. Und dann kommt man zu einem, etwas, was wir ausprobiert haben, was ich vorhin gezeigt habe, das Sortieren, dass man sozusagen sich anzeigen kann, Foto heute, passt das Foto, das ich jetzt sehe, da rein, und das Sortieren, was man natürlich überprüfen kann. Und da ich die Fotos relativ oft sortiert habe, kann ich das relativ gut. Der Perspektivwechsel, den wir angelegt haben, der uns ganz, ganz wichtig war, wird dort abgebildet. Den Kameramenschen haben wir nur mit der Kamera selbst abgebildet. Aber um eben darzustellen, es gibt ganz verschiedene, unterschiedliche Perspektiven natürlich auf den Vorgang, diesen grässlichen Vorgang des Deportierens. Und geht dann, und hier sieht man wirklich, wie viel Freude die Agentur NY auf Sonnenstrahlen programmiert hat, geht dann zu einem Koffer. Und wenn man auf diesen Koffer, den schwarzen Koffer klickt, dann kommt eine weitere Anwendung, die wir ausprobiert haben, eben auf dem Blatt Papier, was ich vorhin dargestellt habe, dass die Spielerinnen dann eben überlegen sollen, wer nicht deportiert wird an diesem Tag, an diesem Samstag im Mai 1942. Das wird dann überprüft. Und wenn wir das gut machen, dann geht es weiter und schaltet dann wiederum Dinge frei. Und letztendlich, wie gesagt, kommt ein Blogbeitrag, der konfektioniert ist, der meinen Namen trägt und den ich dann mit den Blogbeiträgen der anderen Spielenden vergleichen kann, diskutieren kann, wo wir bestimmte Dinge gefunden haben, was wir auf den Fotos sehen und damit hoffentlich dann wirklich ins Gespräch kommen über die Fotografien der Deportation aus Eisenach. Ja, vielen Dank, Frau Bothe. Vielen Dank, Herr Kreuzmüller. Das war sehr spannend, also interessant und sehr spannend. Und Sie sind natürlich alle eingeladen, das später nach unserer Veranstaltung auch auszuprobieren. Auf der Seite lastscene.org kann man das tun. Hier wird es gleich wieder voll werden. Wir besprechen gleich die Fragen, die Sie an uns gestellt haben. Sie können natürlich weiterhin noch Fragen stellen in dem Q&A-Kasten, den Sie sehen. Und jetzt gibt es noch zwei Grußworte von Partnerinstitutionen, zwar von Charlotte Knobloch, sie ist die Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde Bayern und München, Oberbayern und München, und Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Romani Rose hätte auch gerne eingesprochen, muss aber krankheitsbedingt absagen, also der Vorsitzende des Zentralrats Sinti und Roma, lässt aber auf diesem Wege schön grüßen. Wir sehen uns kurz die beiden Grußworte an und dann sind wir nochmal versammelt in größerer Runde. Bis gleich. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Zukunft ohne Vergangenheit ist keine Zukunft. Wo die Geschichte und ihre Schrecken in Vergessenheit geraten, da sind die Aussichten für die kommenden Generationen düster. Und genau das ist die Folge, wenn Menschen heute fast ein Menschenleben nach Ende des Holocaust so tun, als habe das Geschehen von damals mit uns heute nichts mehr zu tun. Was für ein gefährlicher Irrtum. Nur wenn wir wissen, was Menschen Menschen antun können, haben wir eine Chance, dafür zu sorgen, dass Geschichte sich nicht wiederholt. Und nur wenn wir erinnern, haben wir eine Chance, dieses Wissen zu bewahren. Erinnerung ist das Rüstzeug, mit dem wir Demokratie und Toleranz in unserem Land schützen können. Nur mit ihr können wir erhalten, was wir haben. Die Wortführer des Vergessens erheben ihre Stimme längst wieder bedrohlich. Gerade deshalb dürfen wir die Opfer der nationalsozialistischen Barbarei niemals vergessen. Indem wir ihnen ein Gesicht geben, können wir sie dem Dunkel der Geschichte entreißen. Sie werden für uns wieder sichtbar. Lars Seen und der dazugehörige Bildatlas, der jetzt online steht, leistet zu dieser Erinnerungsarbeit einen ganz entscheidenden Beitrag. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, allen zu danken, die an seiner Entstehung beteiligt waren. Insbesondere spreche ich das Olsen-Archiv mit seiner hervorragenden Arbeit an. Dem fantastischen Projekt wünsche ich weiterhin allen erdenklichen Erfolg. Im Andenken an die Millionen Opfer und im Interesse unserer eigenen Zukunft wünsche ich Lars Seen die größtmögliche Verbreitung. Vielen Dank allen, die daran mitgewirkt haben und vielen Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es sind Fotografien wie aus der Wirklichkeit entrückt. Momente großer Traurigkeit, festgehalten vom bürokratisch-industriell mordenden NS-Staat, sachlich dokumentiert. Die Banalität des Bösen auf Kunststoffpapier gewissermaßen. Ich bin immer persönlich ergriffen, wenn ich diese Bilder der Deportationen von Jüdinnen und Juden, von Sinti und Roma, aber auch anderen Menschen der durch die Nationalsozialisten verfolgten Gruppe sehe. Es sind in allermeisten Fällen die letzten Spuren dieser Menschen. Es ist beeindruckend, mit welcher Akribie das Projekt Lars Seen auf die Suche dieser Fotografien geht und dann aufwendig Informationen zu den Opfern sucht. Sie geben ihnen damit ihre Geschichte zurück und sorgen dafür, dass ihr Schicksal nicht in Vergessenheit gerät, dass die Familienangehörigen auch ein Stück Gewissheit bekommen. Das ist vielleicht das Mindeste, was wir für sie tun können. So, da sind wir wieder. Jetzt ist es ein bisschen kuscheliger geworden. Herr Kreuzmüller hat uns ist auch jetzt zu uns gestoßen. Und ja, wir beantworten jetzt gleich die Fragen, die aus dem Publikum kommen. Unsere Kollegin Lisa Paduch hat uns die Fragen aufbereitet. Und je nachdem, wer sich berufen fühlt, kann sie beantworten. Also die erste Frage, die gekommen ist, ist: Wie schätzen Sie den Projektstand ein? Wie viel Prozent der theoretisch verfügbaren Bilder sind derzeit im Bildatlas eingestellt? Ich glaube, die Frage ist so gemeint: Was erwarten Sie, wie viel gibt es noch da draußen? Oder haben wir ja schon alle oder viele? Wir haben noch nicht alle. Da gibt es noch Bilder. Ich denke, wir haben jetzt den größten Teil der Fotografien aus dem Reichsgebiet, die sich in Archiven und Veröffentlichungen befinden. Es wird noch einen kleinen Bestandteil in Privatbesitz geben. Aber das, was wir jetzt noch finden werden, werden vor allen Dingen Fotos sein, die in Archiven falsch zugeordnet sind. Und das ist, denke ich, auch relativ einfach zu erklären. Ist das jetzt eine Evakuierung 1942 von Personen, die ausgebombt worden sind? Ist das ein Transport 1945 oder ist das eine Deportation 41? Da muss man sehr, sehr viel Wissen haben und sehr genau hinschauen, um das zuordnen zu können. Also das ist das, wo ich jetzt noch erwarte, dass wir fürs Reichsgebiet in den Grenzen von 37 finden. Aber das ist ja auch völlig klar. Die Deportationen haben nicht im Reichsgebiet an den Grenzen von 37 geendet, sondern waren ein gesamteuropäisches Phänomen des im nationalsozialistisch besetzten Europa, beziehungsweise auch
der mit Nazi-Deutschland verbündeten Staaten. Kurze Zwischenfrage, Herr Kreuzmüller. Wie war denn damals der Stand, was die Kameras angeht? Also hatten viele Menschen eine Kamera? Ja. Was waren das für Kameras? Ist natürlich alles analoge Kameras, Sucherkameras sehr oft, was man auch häufig auf den Fotos sieht, weil sehr, sehr gern die Fotografierende, der Fotografierende noch einen Finger vom Objektiv hat. Okay. So ein Klassiker. Okay. Natürlich externe Belichtungsmesser und, aber Schätzungen sind 10% der Bevölkerung im Deutschen Reich. Okay. Und das Deutsche Reich war ein Zentrum der Kameraproduktion, hatten eine Kamera, Sucherkamera oder eben auch so eine einfache Aquabox, die wirklich nicht mehr ist als so ein Klickding, womit ich mal versuchsweise fotografiert habe und meine Fotos sind alle schrecklich misslungen. Okay. Alles klar. Die nächste Frage ist, glauben Sie, Sie werden noch Bilder aus Berlin und Hamburg finden? Natürlich. Ja. Der Glaube ist da. Ja, aber das Wissen ist da. Das Wissen, dass es wahrscheinlich ist, ist da. Wir müssen gucken, wann, wie, wo, aber ich glaube nicht, ich habe die Anzahl der Deportationen vorhin gesagt aus Berlin, ich glaube nicht, dass es dort keine Bilder gibt. Aber wir werden sie finden. Und wir haben im Haus der Wannsee-Konferenz oder vom Haus der Wannsee-Konferenz mal einen Aufruf gestartet. Zum Jahrestag 1945 haben wir gefragt, da muss es doch was geben. Und wir haben einfach die falschen Fragen gestellt. Wow. Wir wussten seinerzeit noch nicht, dass die Deportationsfotos wirklich ganz anders aussehen als die Fotos, die uns vorliegen. Und jetzt mit dem Bildatlas können wir natürlich die Frage viel besser kontextualisieren und sagen, hey, so ein Deportationsfoto kann auch was Verwackeltes sein, wo relativ viele Leute nur in der Straßenbahn sitzen. Das wäre vielleicht eine Aufnahme, die es gibt, weil in Berlin sind ja Deportationen in der Straßenbahn durchgeführt worden. Ah. Das heißt, was wären noch so konkrete Fragen, die Sie stellen würden? Fällt Ihnen da was ein? Fotos, die Personen mit Gepäck zeigen, möglicherweise mit Markierungen. Eigentlich müsste man systematisch sämtliche Fotos von Personen, die mit dem gelben Stern markiert waren, nochmal durchsehen, die in den Archiven sind. Man müsste nochmal ganz systematisch in die Tiefe gehen. Da dürfte man noch das ein oder andere finden. Ganz konkret jetzt, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das habe ich mir jetzt alles angeschaut und jetzt weiß ich so ungefähr, habe ich eine Ahnung, wie so ein Foto aussieht und da irgendwas hier hinten im Hintergrund, da war doch irgendwas auf dem Dachboden, im Keller. Also was macht man dann damit? Eine E-Mail schreiben und zwar sofort. Okay. Und zwar an lastzine@arolsen-archives.org und zwar auch, wenn es ein Zweifel ist oder nur die Idee irgendwie, das ist jetzt hier so ein Foto, wo ich Personen mit Gepäck drauf habe, schwarz-weiß, wahrscheinlich Zweiter Weltkrieg. Lassen Sie uns drauf gucken. Oder ein Foto, das Personen, die durch eine Stadt gehen, zeigt. Ja, kann sein, dass es ein Aufmarsch zum 1. Mai ist, kann aber auch sein, dass es ein Deportationsfoto ist. Und das für uns Entscheidende ist, nicht zögern, sondern uns die Bilder schicken. Okay. Dann eine Frage lautet, gibt es Verbindungen zwischen dem Bildatlas und der Dokumentation von Stolpersteinen in verschiedenen Orten? Sind Verknüpfungen geplant? Wir haben unendlich von herausragend guten Stolpersteinrecherchen profitiert. Es gibt mittlerweile über 230 Biografien, die wir im Bildatlas angelegt haben. Wir haben immer wieder markiert, wo wir Wissen auch entnommen haben, gefunden haben, von lokalen Stolpersteininitiativen. Wir verlinken dort, wo es angemessen ist. Aber wir haben jetzt im jetzigen Projektschritt noch keine Vernetzung mit Stolpersteininitiativen vor Ort und lokalen Websites. Denn, das muss man auch noch mal sehen, die sind ja nicht zentral zusammengeführt, sondern das sind jeweils regionale Seiten oder Apps. Das heißt, zunächst einmal tatsächlich ist unsere Hauptverbindung die des biografischen Wissens. Eine Frage, die sich hier an Herrn Kreuzmüller wendet. Ab welchem Alter wäre das Spiel sinnvoll einzusetzen? Wir haben es konzipiert mit Schülerinnen der 10. Klassen, 11. und 12. Das ist davor. Es ist schon ein gehaltvolles Spiel. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was das Testing jetzt in dieser Woche noch bringt, wie viel Kritik auf uns einprasselt und wo wir nochmal nachjustieren müssen. Aber glaube,
jetzt schon sagen zu können, dass es vielleicht gut wäre, nochmal eine Version zu machen, wo man so sagt, okay, das ist ein bisschen einfacher, weil das, wir haben jetzt wirklich so ein echt, wirklich eine relativ hohe Latte hingelegt. Aber das mussten wir erstmal, auch einfach um sozusagen anzukommen. Die nächste Frage, die haben wir schon so halb beantwortet, aber ich frage sie nochmal, wie kommt es, dass Bilder aus Großstädten eher nicht zu finden sind? Wir haben ja Breslau mit dabei, wir haben München dabei, Stuttgart, das sind alles Großstädte. Breslau, ja auch mit einer sehr großen jüdischen Gemeinde, aber das ist eine große Auffälligkeit. Dort, wo die großen jüdischen Gemeinden waren, gibt es sehr wenige Fotos. Warum? Kann ich jetzt nur spekulieren. Ich glaube tatsächlich, dass die Fotos weitestgehend falsch zugeordnet sind und dass es sie noch gibt. Eine Frage nochmal zu dem Spiel. Haben die SchülerInnen schon das vollständige Spiel gespielt und welche Kritik gab es? Also welche Rückmeldungen, Feedback gab es? Von Nein. Genau, das ist okay. Der Punkt, warum wir jetzt eine Beta-Version und jetzt nochmal das Testing machen. Einfach, weil wir haben bis gestern Nacht im Prinzip dran geschraubt, wie man so schön sagt. Und hatten Versionen, die fast fertig waren, die sind schon durchgespielt worden, aber jetzt wollen wir noch einmal das ganze Spiel durchspielen. Also ich auch übrigens nochmal. Okay. Dann eine konkrete Frage noch zum Spiel. Woran erkennt der Spieler, die Spielerin, dass Sarah und Israel Zwangsnamen sind? Das wird im Spiel erklärt. Wird erklärt. Ganz deutlich markiert auch. Ja. Auch gerade an dieser Tasche zum Beispiel, da wird genau gesagt, hey, das ist der Zwangsname, der eingefügt werden musste. Wir nennen sie eigentlich konsequent Magda Katz natürlich, weil das ist ihr Name. Und dann die Frage, wie lange dauert der vollständige Durchlauf eines Spiels? Das ist wahrscheinlich abhängig. Ja, das hängt, also wir haben einen Kollegen, der wirklich alles finden wollte und der war eine Dreiviertelstunde unterwegs. Okay. Bei Herrn Kreuzmüller geht es schneller. Ja. Ja, ich weiß natürlich auch, wo die Sachen versteckt sind. Ja, also ein Vorteil auf jeden Fall. Ja. Dann die Frage, haben Sie auch Interesse an Bildern aus anderen Ländern, zum Beispiel Rumänien? Selbstverständlich. Also Last Scene ist als ein wachsendes Projekt angelegt. Es ist Work in Progress. Wir sind jetzt im Moment bei den Grenzen von 37 Reichsgebiet. Und das, was wir aber sehen, sind ganz viele Erweiterungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt die digitale Infrastruktur, die Datenbank aufgebaut, den Bildatlas und hoffen dann natürlich auch, dass wir erweitern können. Dann die nächste Frage zu den Bildern aus Bremen. Mussten nicht Jüdinnen und Juden ihre Kameras abgeben? Wie konnten diese Bilder entstehen? Der Erlass, die Kameras abzugeben, ist 3 oder 4 Tage vor dieser Aufnahme. Es ist ganz kurz davor. Das ist die eine Wahrscheinlichkeit. Die andere Wahrscheinlichkeit ist, dass für Mitarbeitende der Reichsvereinigung potenziell noch andere Regeln in so einer Situation gab. Und es ist eine heimliche Aufnahme. Also da steht kein Gestapo-Beamter hinten und guckt gerade, sondern das ist eine Aufnahme, die privat gemacht wird. Und das kennen wir auch noch aus anderen Kontexten, und zwar von Abschiedsfotos vor den Deportationen, die nicht draußen gemacht werden, sondern die in Privatwohnungen noch gemacht werden. Das heißt, da gab es noch Kameras, so wie es ja auch andere Dinge noch gab, die man abgeben musste, weil diese Form widerständigen Verhaltens war da. Eine Frage an Frau Hartmann. Wird das Spiel auch im Haus der Wannsee-Konferenz genutzt werden, zum Beispiel bei Workshops? Genau, also Herr Kreuzmüller hat das ja auch erwähnt, dass eigentlich, also dieses Spiel ja war ja Work in Progress und basiert auch darauf, wie eben Herr Kreuzmüller und andere Kolleginnen im Haus der Wannsee-Konferenz mit diesen Fotoserien oder mit diesen Fotografien gearbeitet haben. Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen. Je nachdem, wir müssen schauen, wie gut das dann auf einer Tablet-Anwendung beispielsweise dann auch funktioniert. Aber es sollte ja auch auf einem Tablet eigentlich funktionieren. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz dieses Spiel auch bei Workshops einsetzen werden. Und dann auch natürlich gerade uns auch das zunutze machen, nämlich das Analoge mit dem Digitalen zu verbinden. Dann die Frage, gibt es Einschränkungen bei der Nutzung der Fotografien für die Forschung, zum Beispiel für Seminararbeiten von Studierenden oder können die Bilder einfach verwendet werden? Gute Frage. Die Bildrechtefrage, eine ganz zentrale Frage. Last Scene besitzt die Bildrechte nicht. Wir können auch die Bildrechte nicht weitergeben. Wir haben Nutzungsrechte durch die besitzenden Archive, Institutionen und Privatpersonen erhalten. Das heißt,
Wenn jemand die Fotos nutzen will, muss er ordnungsgemäß für jegliche Publikation und Veröffentlichung diese Nutzungsrechte beantragen beim besitzenden Archiv. Wenn ich jetzt eine Studienarbeit schreibe, dann ist die Frage, veröffentliche ich die oder schreibe ich über die Fotos? Dann kann ich natürlich über diese Fotos schreiben. Wenn ich aber hinterher einen Artikel schreibe, den ich veröffentliche, zum Beispiel in einer Uni-Zeitung oder auch für eine Fachzeitschrift, muss ich beim besitzenden Archiv die Veröffentlichungsrechte beantragen. Ja, wie immer beim Thema Bildrechte ein bisschen kompliziert, aber, selbstverständlich ist auch natürlich sinnvoll, das so zu tun. Ja, aber das müssen wir auch wirklich ordentlich tun, weil wir sind ja den Archiven wirklich zu großem Dank verpflichtet, dass wir das da hochladen konnten. Also das ist ja schon ein Vertrauensvorschuss. Auf jeden Fall. Gab es denn im Laufe der Recherche auch Fotos, wo Sie sagen, das können wir nicht verwenden, aus irgendeinem Grund? Können wir nicht zeigen? Es gibt Fotos, da haben wir das diskutiert, ob wir uns entscheiden, sie zu zeigen oder nicht. Wir haben uns am Ende bei allen Fotos entschieden, sie zu zeigen. Das sind Fotos, die vor allen Dingen Zwangs- und Gewaltsituationen, besonders demütigende Situationen zeigen. Aber die Gewalt geht ja nicht weg, wenn wir die Fotos nicht zeigen. Aber es ist eine ganz schwierige Auseinandersetzung. Und dann, wenn wir über Erweiterungen nachdenken, was machen wir mit Bildern sexueller Gewalt oder sexualisierter Gewalt zum Beispiel? Zeigen wir die? Würde ich persönlich ein ganz großes Fragezeichen an bestimmte Vorgehensweisen der Darstellung machen. Das heißt, wir haben uns entschieden, wirklich das gesamte Konvolut zu zeigen, aber auch aufgrund der spezifischen Rahmung, die wir gewählt haben, der Kontextualisierung, auch weil wir die Möglichkeit haben, zu jedem Bild eine längere Bildunterschrift zu wählen, die nochmal das Foto als Foto in der Serie beschreibt und kontextualisiert. Hm. Ja. Gibt es auch bewegte Bilder von Deportationen? Falls ja, wird es damit ein Folgeprojekt geben. Also wenn es Kameras gab, gab es auch Videokameras? Ja, und wenn Sie jetzt schon mal in die Fotos von Würzburg 1942 schauen, dann sehen Sie auf einigen Aufnahmen eine Filmkamera, die immer wieder mit im Bild ist. Da ist ein Film parallel gedreht worden. Dieser Film ist nicht überliefert. Es sind aber aus 6, 7, 8 Städten im Reichsgebiet Filme überliefert. Wir wollen diese Filme mit aufnehmen, haben uns aber zum jetzigen Zeitpunkt dagegen entschieden, weil wir jetzt erstmal auf die Fotos geschaut haben. Aber wenn das Projekt weitergeht, sind Filme für uns auch zentral, weil die Filme ja natürlich nochmal was anderes zeigen. Noch eine Frage. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich bestimmte Bilder im Kopf hatte von so NS-Deportationen, aber anscheinend eher aus dem Fiktiven, also aus Filmen zum Beispiel. Hat da eine Abgleichung stattgefunden, beziehungsweise findet die womöglich noch statt, dass man sagt, also das, was da dargestellt wurde im Fiktiven, entspricht gar nicht so dem, was wir auf den Fotos sehen? Oder ist es doch dem sehr ähnlich? Das wäre eine großartige Aufgabe, das mal zu untersuchen. Wie weit gibt es so, sagen wir, den Hollywood-Film, genau. Hunde bellen, Peitschenknallen. Nach der Nebelaktion, sowas. Ne? Wie weit deckt sich das mit den Fotografien, die wir haben? Haben wir nicht gemacht, aber... Aber dafür ist der Bildatlas jetzt da und ich denke, das ist es halt auch. Also was wir jetzt gemacht haben, ist Grundlagenarbeit. Wir haben zusammengetragen, erschlossen, ediert, veröffentlicht. Ab hier kann es weitergehen und neue Fragen können sich stellen. Und ich denke, also das ist, glaube ich, auch das Gute an dieser Frage. Es zeigt eigentlich schon eine der ersten Möglichkeiten, wohin kann man weiterdenken in dem Moment, in dem die Bilder da sind. Umgekehrt, wenn man einen Film plant, kann man sich dann diese Bilder anschauen und kann es dann dementsprechend aufbereiten, sodass es auch der Realität entspricht. Wir sind ja schon so langsam am Ende. Ich würde Ihnen vielleicht noch die Möglichkeit geben, falls gewünscht, noch irgendeine Art von Schlusswort oder Wunsch an jemanden auch immer. Da gibt es doch noch eine letzte Frage. Wurde auf eine inklusive Darstellung und Auseinandersetzung geachtet? Also zum Beispiel leichte Sprache oder Bildunterschriften für Menschen mit Sehbehinderung. Also wir sehen schon, es geht schon weiter. Das ist immer eine ganz wichtige Frage. Also wie arbeiten wir mit diesen Bildern weiter? Das ist auch ein Thema, das wir uns gesetzt haben, weiter zu entwickeln.
Arbeitet man zum Beispiel auch mit Videos nochmal für Menschen, die gehörlos sind, für die ja auch ganz oft Text eine Barriere darstellt? Also nicht nur leichte Sprache und Zugänglichkeiten für Menschen, die die Bilder nicht in Gänze sehen können, sondern die auch nochmal eine andere Textlichkeit brauchen. Also da gibt es noch viel Potenzial. Dessen sind wir uns auch bewusst, dass es noch da ist. Also wie wir ja gerade schon gesagt haben, es ist nicht das Ende, sondern gerade der Anfang. Es geht weiter und Sie sind alle eingeladen, da noch weitere Ideen zu liefern und Fotos und überall zu stöbern. Ja, gibt es von Ihnen noch Wünsche, Ideen, noch irgendwas, was Sie loswerden wollen zum Schluss? Ich hatte ja eingangs erwähnt, was die Stiftung EVZ bewogen hat, dieses Projekt zu fördern, welche Vorstellungen wir damit verbunden haben. Und unsere Runde heute hier hat gezeigt, dass die Erwartungen eingetroffen sind. Und gleichzeitig freut es mich auch, dass es ganz viele neue Ideen auch gibt. Also Frau Bothe, die sagt, man müsste den Atlas erweitern geografisch, vielleicht andere Opfergruppen noch integrieren. Herr Kreuzmüller, der gesagt hat, man müsste noch Varianten des Spieles für Jüngere oder für Erwachsene entwickeln. Also diese Art von Kreativität, die das Ergebnis, was heute vorliegt, ausgelöst hat, das freut mich sehr und ich wünsche dem Projekt weiterhin alles Gute. Das lieb, danke. Ja, ansonsten, wenn es sonst nichts mehr von Ihrer Seite gibt, würde ich sagen, oder Frau Bothe, arbeiten wir weiter. Wir haben noch viel zu tun. Genau, keine Zeit verlieren, gleich weiterarbeiten. Nächstes Mal eingeben. Ja, am Ende nochmal der Hinweis lastscene.org. Da finden wir alles. Da können Sie nochmal stöbern und sich ein bisschen kenntlich machen mit den Dingen, die wir gerade besprochen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für alle Teilnehmenden. Vielen Dank für alle, die an dem Projekt gearbeitet haben. Und ich denke, es ist eine ganz, ganz tolle Sache, die wir jetzt, jetzt gestartet haben. Und jetzt kann es weitergehen und dann werden wir vielleicht in ein, zwei Jahren sehen, was daraus geworden ist. Also vielen Dank an alle Beteiligten und auf Wiedersehen. Bis dann. Ja.